Knoblauchsuppe für den Winter, Zwiebelsuppe für den Frühling, Spargel für den Gaumen und Pflaumen gegen Ächzen und Raunen. Dann nehme ich die Pflaumen, werte Dame. Aber ich muss gerade sparen. Wir schauen da doch mal hier vorbei. Ich bin doch arm. Also... Dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Siegesmund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Ja, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und auch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? Ja. Ja, na klar. Ich bin natürlich dabei. Ach, Vater kann ein bisschen warten. Das wollte ich hören. Ich wusste, du lässt dir diesen Spaß nicht entgehen. Auf geht's! Na dann, auf geht's. Du hast gelernt, Papst Benedikt, der... Wie geht 12. es dir, Heinrich? So lala. Ja, aber davor würde ich nochmal kurz was schauen. Ich glaube, wir haben wieder ein Synchronisationsproblem. Warum passiert denn das andauernd? Einen Moment. So, und damit wieder zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich musste gerade das Synchronisationsproblem hier beheben und ich weiß jetzt, wie ich das schneller machen kann, ohne dass ich den der OBS neu starten muss. Ich muss einfach nur die Standardquelle aktivieren, deaktivieren. Und jetzt ist es einfach super. Das Huhn läuft mir fast in den Schlag. Ich wehre mich nur. So, dann gehen wir mal zu Fritz und Matthäus. Heinrich. Hallöchen.
Na? Wir reden mal mit Matthias. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Na klar. Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Gute Idee. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Ich bin der Schlaue und muss dafür die undankbare Arbeit machen. Locke die Gattin des Deutschen weg. Mit einem Huhn zum Beispiel. Die Questlog interessiert mich schon, ich möchte es mal gerne sehen. Haben wir Nebenquest? Nee, erledigt Aktivitäten. Ah, da steht's ja. Ah, tatsächlich geht's ja sogar weiter. Geld für den Einkauf auftreten, war der schwerste Teil. Ah. Ich ging zur Burg und holte die Parierstange, das letzte nötige Bauteil für die Fertigstellung des Schwertes. Das Geld für den Einkauf aufzutreiben war der schwerste Teil, doch letzten Endes bekam ich die Kohle und nun hindert uns nichts mehr daran, das Schwert fertigzustellen. Ich habe abermals den Söldner getroffen, der mich im Schwertkampf unterweist. Dieses Mal habe ich mich nicht geschnitten, doch ich fürchte, wenn Vater und Mutter meine blauen Flecken sehen, merken sie, dass ich mich hinter ihrem Rücken im Schwertkampf übe. Das haben wir noch nicht gemacht, noch nicht. Schwarz ist wahrscheinlich abgeschlossen oder so. Wir können das Haus des Deutschen nicht verschönern, solange sein Weib vor Ort ist. Wir müssen sie irgendwie weglocken. Da meine Freunde sagen, dass ich der Klügste von uns bin, fällt diese Aufgabe mir zu. Denn hier brauchen wir Verstand. Und Schlagkraft. Heinrich zur Tat. Was ist denn da? Benutzen? Ah. Bist du verrückt? Was tust du denn? Zuerst müssen wir seine Alte loswerden. Okay. Ja. Kann ich mich vielleicht dazusetzen? Nein. Frau des Deutschen. Was willst du, Junge? Vergiss es? Nein. Dein Gatte macht Ärger. Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Aha, Auftrag erfüllt. Ruf verschlechtert? Ja, greift er doch nicht rein. Ach. Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Tribok ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Wuhu! Fresst Scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich! Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Das hat gesessen. Arschloch! Das wirst du mir büßen! Okay, rein mit uns.
unbewaffnete Kampf, das kennen wir doch schon. Wir machen jetzt einfach Tritte und Schläge. Wir müssen nur wissen, Licks ist Haken, starker, langsamer Fausthieb. Er Fausthieb zum Kopf, Schlag, direkter Schlag mit der Faust ins Gesicht. Und F, der Tritt, wirft den Gegner zurück. Und Q ist blocken. Aha. Haha, daneben. Oh! So, damit. Out. Gut getroffen. Ah, jetzt kriegst du zwei Links-Rechts-Kombinationen. Ja, Tag Team hier. Und das hast du davon. Nicht unsere Kollegen. Hast du den Verstand verloren? Weg mit dir. Verflucht, weg hier. Lauf, ihr Schisser. Wir machen lieber auch. Leute, warum rennen wir weg? Vor dem Büttel. Wir müssen vor dem Büttel fliehen. Okay, das schaffen wir. Triff dir mit den Jungs bei Kunisch. Bei Kunisch hatten wir auch noch eine Angelegenheit zu tun. Aber ich muss weiter, werte Kuh. Ich habe ja noch ein Business zu erledigen. Ich dachte schon, da wäre eine riesige Mücke auf dem im Himmel. Aber das hier bei meinem Bildschirm. Zap. Wartet kurz, ich wasch mich. Wieso, ich hoffe, die sind noch da. Okay, ich wasch mich ganz schön lange. Kumpelt. Bischek. Gott sei mit dir. Welches Quest ist jetzt, Symbol ist jetzt richtig? Bei Kunisch, warte. Nicht Karte. Kauft Bier im Wirtshaus, okay. Das bin wahrscheinlich ich, dieses Männchen. Dann haben wir hier, treibt Kunisch Schulden ein. Triff dich bei den Jungs bei Kunisch. Ich sag, wir treiben erstmal die Schulden ein. Und dann gehen wir mit den Jungs feiern. Kunisch, du hast noch ein paar Schulden offen. Nicht mehr, das kannst du. Du hast hier Werkzeug geklaut. Gott sei mit dir, Kunisch. Oh. Was willst denn du? Vater schickt mich wegen der Schulden. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Zahl es oder es setzt was. Wir sind gerade in richtiger Kampfleute. Kampflaune. Aber wir sind erstmal ein bisschen nett, okay? Weil eine Hand wäscht die andere. Wir sagen, zahl erstmal das Werkzeug und den Rest kannst du mit Zinsen später bezahlen. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Weißt du was? Zahle, du Saufbold. Wir liegen schon richtig mit ihm. Ich hab mich wohl verhört. Es klang beinahe, als hättest du gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. Glaubst du etwa, du könntest stehlen und mir dann auch noch Angst einjagen? Du Hurensohn! Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht?
Ich werde dich lehren. Geh mit Gott. Was? Au. Oh. Mieser Hund. Au. Komm schon, das traust du dich nicht nochmal. Oh, jetzt mitten ins Gesicht. Links, rechts, Kombi. Blitzer kann, oh Gott. Au. Oh. Geh zu deiner Mutter. Schied dir recht, du Lümmel. Und dein Alter kann auch zur Hölle fahren. Oh, Mist. Autsch. Aufgabe abgeschlossen? Wie? Oh, das tat weh. Questblock, vielleicht steht da was. Tatsächlich. Oh Gott, wie viel kam da jetzt auf einmal? Wir machen erstmal das Wichtigste. Wir haben... Optional, geh zu deiner Mutter, sie wird dich verarzten. Wir gehen erstmal dorthin. Wir haben nämlich Verletzungen, schwere Verletzungen an Körperteilen schränken deine Möglichkeiten stark ein. Mit verletzten Beinen kannst du nicht mehr rennen und mit einem gebrochenen Arm nur schwerlich dein Schwert schwingen und so weiter. Unser Oberkörper ist komplett zerstört. Die Hälfte unserer inneren Organe wurden zerschmettert. Oh, dieser Kunisch. Das wird er uns büßen. Aber erstmal müssen wir Kräfte sammeln. Mutter weiß, was zu tun ist. Mutter. Mutter! Mutter! Ich blute! Es hört nicht auf. Ach, Herrje. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte, so gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Danke, Mom. Also, jetzt sind wir wieder stark. Jubidubidub. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Ja, also wir haben ja gar nicht, dass wir hier irgendwie... Barrierstange? 600? Können wir die verkaufen, aber ich glaube, dann geht's hier nicht weiter. Nein, ich glaube, das machen wir mal besser nicht. Weil sonst hätte ich das Schwert da hinten gekauft. Und Kunisch hätte sein blaues Wunder erlebt. Dieser miese Kleine. So, hier war ja noch ein Zeichen. Wie meine Kumpels. Gott schütze dich, Heinrich. Naja, so richtig tut ihr das nicht. Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Jedenfalls, saubere Arbeit mit dem Haus. Mit euch wird es nie langweilig. Ja, dann auf Wiedersehen. Machen wir uns mal sauber. Wirtshaus. Dann holen wir mal das Bier, aber das Werkzeug habe ich gar nicht bekommen von ihm. Warte, dann schauen wir doch mal ins Questblock rein. Kaufe Bier im Wirtshaus? Okay, warte, dann lesen wir erstmal. Einzig das Weib des Deutschen hätte uns davon abhalten können, die Beleidigung gegenüber unserem ehrwürdigen König mit Hilfe eines großen Dunghaufens zu ahnden. Sie aus dem Spiel zu nehmen, stellte jedoch kein großes Problem dar, sodass wir uns dran machen konnten, das Haus des Deutschen zu verschönern. Ich bin mir sicher, dass der Deutsche den neuen Anstrich lieben wird, den wir seinem Haus verpasst haben. Dummerweise wurden wir von seinem Sohn Hans und dem Müllerburschen Bischek unterbrochen und die Begegnung endete in einer Schlägerei. Aber das war lustig, wir haben das Haus der Deutschen mit so viel Scheiße eingedeckt,
dass er Glück hat, wenn er die Tür findet. Vielleicht ist ihm das eine Lehre, unseren König nicht zu beleidigen. Ich glaube, auch sein Sohn Hans hat das begriffen. Mit der Hilfe von ein paar Fäusten jedenfalls. Aber leider tauchte der Büttel genau im falschen Moment auf. Da steht nichts über Kunesch, okay. Vielleicht reden wir mit Vater. Aber gehen wir erstmal in die Taverne. Mutter? Mutter? Was gibt's, mein Junge? Gott schütze dich. Jo. Nein. Wer ist denn kein richtiger Kämpfer dort? So, ist es noch synchron? Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Ich glaube, das sieht noch synchron aus. Ja. Ja, dankeschön. Gott segne dich. So, wo geht die Party ab? Alex, der Vogt. Hi. Danke. Aus. Es ist nur ein bisschen dunkel hier. Ah, Bianca. Unterhalten wir uns noch draußen. Hier, genau wie bestellt. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Du, weil du Bier hast. Aber erstmal du. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr. Ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Bier. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl. Einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Maniac? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha! Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. 5 Retterschnaps, wow. Bianca, okay, sie will gerade nicht. Speichern. Das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch. Zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests oder wenn du in deinem Bett schläfst. Gut zu wissen, wenn du das Spiel irgendwas wogt. Alex? Bianca, wo bist du? Da bist du. Was sollen wir denn mit dir machen, Heinrich? Ja, lass uns mal über diesen Deutschen da reden. Der redet nämlich Bockmist. Der Deutsche schwingt wieder Reden. Ach, fang nicht mit dem an. Er ist ein guter Kunde, aber wenn es um Politik geht, ist er unerträglich. Wie oft ich ihn und die anderen schon rauswerfen musste, damit sie sich hier nicht prügeln. Nun, er ist heute außergewöhnlich gut in Form. Also Bianca, was hast du denn da zum Verkaufen? Bier, billiger Wandbrezel, Brötchen. Das Leben im Wirtshaus, 52 Münzen. Ein Fertigkeitenbuch zum Thema Trinken und Trunksucht. Es gibt sogar gebratene Ente, gebratenes Huhn,
Rammelfleisch, Hirschfleisch, Pferdefleisch, Schweinefleisch, Haferbrei, Käse, Linsenbrei. Retterschnaps, es ist so teuer. Speck. Nö, nichts davon brauche ich. Aber könnte ich dir vielleicht was anbieten? Rote Beete zum Beispiel. Und ich verkaufe mal den Kohl und so weiter. Der wird ja schlecht mit der Zeit. Die Käse auch. Die Karotten auch. Brot würde ich noch behalten. Die Brötchen jedenfalls. Die Äpfel. Wer braucht schon Äpfel? Wir haben Wassermelone. So, was hättest du denn da zum Anbieten? Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? So, Bianca, du magst uns doch. Deswegen gibst du uns einen ordentlichen Rabatt. Beziehungsweise du gibst uns einen ordentlichen Bonus. Einverstanden? Hübsche Summe. Senke deine Ansprüche und wir sind uns einig. Wow, die geht uns ja richtig entgegen. Wir senken die Ansprüche ein bisschen. Na schön. Und jetzt? Wir kommen der Sache näher. Nur noch ein bisschen weniger. Okay, sie will nicht mehr verhandeln. 11,5 soll's sein. Eine Münze mehr als vorher. Da schlage ich zu. Kuch ist richtig. Was war denn das? So, wie viel Geld haben wir denn? 13,4 Münzen. Dorfbewohner? Hi. Also bitte. Ist ja frech. Engelblumenaufguss, eine Forelle hier in der Sonne. Wein. Was ist denn das da hinten? Eine rote Beete, okay. Brot, Verband, Wein. Entweder das Gericht oder ein Händler. Hi. Brötchen? Nö. Es sieht aber schön aus. Oh, was denn? Oh, ein schöner. Ist das Kacheln? Nö, Kacheln sind ja was anderes. Obwohl sie eigentlich so dazwischen reingesetzt wurden. Echt schon. So ein alter Ofen jedenfalls. Eine Ladenwache, die Brötchen und Karotten beschützt. Und Brezeln gibt's hier. Händlerin? Gute Gesundheit. Was hast du denn da so? Eine braune Steppenjacke. Eine Fackel. Für 2 Münzen? Ja, die kaufe ich nur, wenn ich es brauche. Und ich zünde damit das Haus von Kunisch an. Ich glaube, das geht nicht. So, schaue ich nochmal, ob es synchron ist. Jetzt bin ich mal ein bisschen nervös, deswegen. Ja, sieht schon. Sieht synchron aus. Gut. Ich soll das mal ein bisschen besser einbauen. Du bist in einem privaten Bereich. Unerlaubtes Betreten. Wenn du dich an Orten aufhältst, an denen du nichts zu suchen hast, wirst du erst einmal nur ermahnt. Bevor die Wachen gerufen werden. Ermahnung. Okay, wir haben also noch eine Chance. Dann schauen wir uns doch ein bisschen um. Ich esse mal den Topf heimlich. Schloss knacken schwer. Öffnen. Ich mache nichts Illegales, ich stehe hier nur draußen rum. Alles gut. Ja, Hallöchen, Grüße zurück. Sie hat den Eimer da hingelegt, oder den Korb. Hallo? Du bist in einem privaten Bereich, erneut. Schlossknacken, Was für eine formidable Truhe hier, Schlossknacken schwer. Nö. Stehlen. Kohl.
Dann stehlen wir mal, Helmut. Diebstahl. Wenn du was stiehlst, lass dich dabei nicht erwischen. Auch die Beute zu verkaufen ist nicht ganz ungefährlich. Such einen Händler auf, der möglichst weit vom Tatort entfernt seinen Geschäften nachgeht. Oder jemanden, der für den gestohlene Ware irgendwas ist. Ich könnte jetzt sogar schlafen in dem Strohhaufen. Dann stehlen wir doch ein bisschen. Bier, Brandwein, Met, Schnaps, Wermutgeist, das nehmen wir doch alles mit. Stehlen, noch mehr. Salz, Käse. Oh, ich habe eine Fackel bekommen. Muss ich nicht mal kaufen. Und Karotten nehmen wir mit. Oh, Wassermelon, Rindfleisch, Stück Fleisch. Du hast keinen Dieterich.